Versammlung greifen, und das sind wertvoller Smories, was wir hier von dir versammelt sind. Vielleicht denkt wieder nie, war er nicht gewiss zu sein, und wir waren so hostig, war er Ding gewarnt, wenn man stolz nicht an kann, schön top sein von dir. Hat so ein schönes Gesang, den Gottesdienst anfangen, so lebendig, so mutig. Die Schwester, ich wünsche, dort würde einfach Kreuzes dort im Horten sein in uns alle. Nicht bloß niedersens Neues, aber einfach war er dort. Dort hat Gemeindeleben, das Wort kann ganz lebendig war er durch sein. Christus in die Gemeinde, der lebt. Der haftet zum Leben geraubt. In die Welt, wo wir leben, nicht? In die Welt, wo wir mal abhassen, dort wir das reichte Leben dann rückbringen dann. Ferdi sind wir schon los. In Rückgrund muss ich hier ein paar Farsch lesen. In Psalm 100 saß. Vers 1 in Wiener. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wird ewiglich. Wer kann die großen Taten des Herrn ausreden und alle seine löblichen Werke preisen? Wohl denen, die das Gebot halten und tun immer da recht. Herr, gedenke mein nach der Gnade, die du deinem Volk verheißen hast. Beweise uns deine Hilfe, dass wir sehen mögen die Wohlfahrt deiner Auserwählten und uns freuen, dass es deinem Volk wohlgeht und uns rühmen mit deinem Erbteil. Danke dem Herrn, was haben wir getan mit Gesang? Gott hat so eine große Dinge getan. In der Vergangenheit. Heute hat von dir noch einmal große Dinge. Und wie die Jungen aufmerken dann, und wie kicken, der Herr hat große Dinge. Ich weiß, einer von denen, der lebt doch nicht mehr. Aber der mögt mal, es ist doch nicht das geratste Wunder, mögt mal diese Bemerkung. Das geratste Wunder, was Gott von dir und auch das, er merkt von Spree, merkt er Kuhn. So, von was Sinnlichkeit, von was Weltlichkeit, kann er was sehr Wertvolles merken, dort, was in seinen Recken anpassen wird, dort, was in seine Gemeinde anpassen wird. So, und dort sind Port von den großen Taten des Herrn. Und du willst von reden, du willst von Wiederregen. Menschen sollen getrocknet werden. Ich wünsche dir das von der Gottesdienst, die wird wahr, kann du beitragen, dass das geistliche Leben in jedem einen persönlich wird, kann
verwachtkommende mit dort wird sein yes dort einfach wird nicht gut stehen bleiben dort wird verwachtkommen und dort wird anstecken dort wird wieder regen weil wir Menschen gewinnen weil wir Menschen sein in getragt zu sein ein guter Geschmack das wird redet uns ab eingestellt von dass wir sagen ein guter Geruch sein weil wir das tun und dass wir wollen sein die Wohlfahrt deiner Auserwählten diese Wohlfahrt von dem, was Gott geraubt hat, der wird ab Gott in Raub gefolgt sein. Rauben der Tee alle Menschen. Der Herr, der raubt alle Menschen. Nicht alle Menschen folgen seinen Raub. So, aber wer dann folgen wird, der kann dann von diesen Auserwählten sein, der kann von seinem Volk sein und der konnte sein Erbteil geführt werden. Ich freue mich noch, Hauptmeigen von Gebet. Leifrecker, allweitender Gott und Vater, wir neigen uns hier für dich. Mit dem dankbaren Wort, Herr, für das, was du immer war das und uns Menschen verdient wird, wir danken dir dafür. Wir danken dir für deinen Geist, der Wort in der Orbit ist. Der schafft in uns und der schafft in viele Menschen. Herr, du kannst geehrt und gelobt und gepriesen worden, versuchst du deine Gemeinde bühen das. Wir danken dir von dir für all die Torhörcher, die hier gekommen sind. Musst du in jedem einem segnen. Sind sie hier aus Jas, sind sie hier so aus Tüs, was immer das ist, aber musst du in jedem einem segnen. Und wieder mit ihnen Segen auch hier so sein, wann dein Wort ausgedeilt wird, auch so keine Sinnerschulden. Musst du nur die Anleiter nur segnen, mit ihnen Geist entleiden, dass sie auch nur wollen können, eine Erbühung kann, was den geistlichen Grund faster und stärker und klarer merken wird. Wirst du wieder uns begleiten hier durch diese Widerstände, was wir hier wollen, top sein. In Jesus hinum beten wir. Amen. Wer uns noch ein Leute sehen, über das spanische Heft Nummer 37. Saben a trabajar, mira cuántas almas se van a quedar, mira que en el cielo hay un galardón, la corona bella de la salvación. Mira que el cordero viene ya en las nubes, para levantando su luz en porque viene ya, ahora date prisa.
für mich ein sehr wertvoller Leid, was wir hier singen. In mir hat dort aber ziemlich sehr ohne Gefühl gehen, wenn ich nur singen da. Kijk mal, wie viele Säulen waren da hängen geblieben. Die waren nicht mitgekommen. Die waren träge geblieben, wenn die Haare was kommen. Wenn ich an dort denke, dann geht mir ein banges Gefühl da. Dann weiß ich einmal nicht krieg, wo ich was meine Gefühle bleiben soll. Wenn's wahrscheinlich waren die Menschen sein, die waren träge geblieben. Die waren uns gekannt haben. Die waren vielleicht weiten, dass wir haben manchmal was geredet in der Kirche. Und die waren vielleicht noch kleiner zu denken, na, wisst ihr das gut, wo ich wird? Wisst ihr das gut nicht, dass ich nicht wirklich geraten wird? Aber wohin habt ihr mich nicht geredet? Wohin habt ihr mich nicht fertig nach uns geredet? Wer weiß? Aber von der sind wir hier. Und wie können Menschen anreden? Wie können Menschen Mut merken, diese Entscheidung zu merken? Ahora, date prisa, ven a trabajar. Die Tite geht so bosig. Besonders, wenn wir denken dann an uns alle, wo kämpft, ob er dort immer so schön war, ein Jahr vorbei ist. Und kriegst du das auch, um diese geistliche Arbeit anzubringen? Die Tite geht so bosig vorbei. Okay, wieder in der Eröffnung habe ich mir nennt die Leute, was von unseren Herrn Jesus, von High aus dem Goda Hort ans Pferd zu führen. Du in Johannes 10, du fängst dort von diesem Hort. Ein Hort ist nicht bloß in einer, wo du einen Tag am seine Herze kämmern wird, und dann von du wieder, dann hat er die Engel liert, und dann machen die sich von du wieder weiten. Ein Hort ist einer, wo du immer du ist, was immer du helfen wird und was du seine Herde bewirken wird. Ich lebe als Kinder Gottes, als Gläubige. Als so eine, was das Wort aus dem Schub benannt wird, als so eine Kavi, von der so dankbar sein, du bist ein Hort, du bist ein Oberhirte. Eine Kirche hat gewöhnlich auch ein Hort. Und dann hat er seine Mithalper da. Aber du bist immer noch ein Oberhirte. Der wird alles sieht, wie sein bloß ein Basset, wie sein bloß dort wird verjüngt. Manchmal, ich habe vielleicht auch Wortdinge in der Zukunft auch ein bisschen sein, wird hangen und so wieder. Aber wir haben einen Hort, der sieht all die ganze Zukunft. Und das geht der Hort, und in dem Sinne Anleitung. Du darfst seine Gemeinde gehen. Du darfst in jeder Einzel da auch unter dessen Hort, unter den seine Anleitung gehen, wann man sich dort wählen wird. Er ist nicht ein Hort für die 7 Billionen Menschen, die auf der Welt leben, wenn die sich nicht wählen, unter diesen Hort seine Leitung zu gehen. Die müssen einmal sich dort wählen. Ich will auch. Ich merke mir auch nicht reut, ich merke mir diese Entscheidung, ich will auch unter diesen Hort seine Anleitung gehen. Und dann ist auch das Hort da für dich. Ich will hier immer was falsch lesen, mit Johannes 10, Vers 1 und wieder. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zur Tür hineingeht, der ist ein Hirte der Schafe, dem tut der Türhüter auf. Und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie aus. Und wenn er seine Schafe hat ausgelassen, geht er vor ihnen hin, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einen Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen von ihm, denn sie kennen der fremden Stimme nicht. Diesen Spruch sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was es war, das er zu ihnen sagte. Da sprach Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Mörder, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe.
Ich bin gekommen, dass sie das Leben in volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dass die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, denn der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Und dann Vers 27 bedeutet ich, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer denn alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. So, hier wollen wir uns ein bisschen dessen Gedanken wieder nennen. Jesus, die Brücke, war so ein Bild, was so verständlich ist für Menschen. Wenn Sie mir das hier nur studieren, da zu Janne Zeit, als du warst, dort die Schubshort, der hat nach einmal eine Stadt gehabt, ein Steck Land, wo sie die Schub über Nacht behandeln werden. In dit Steck Land, wo sie die Schub über Nacht blieben werden, dort wird rundum mit einem Tün rumgebüht, dort die Tiere nicht so ein bisschen. Und in das Steck Land, wo die Tür dran wird, da wird aber auch nach weit, wo die Schub dann eben nachkommen sein. Und da, bei diesen Tür, da wird eine Entrance, da wird eine Entrada, wo die Schub dann nenn gebracht worden. Und dann wird da ein Hort, wo du abpassen wird, danach. Dort war nicht das, was wird passieren, nicht Schubjes wird rüt kommen, auch nicht das, was wird nennen kommen. Und das Bild jedoch merkt Jesus ein Bild von, arm aus dem Gouda Hor, und wie könnte vielleicht sein, die Gemeinde aus seine Schub. Er merkt hier auch ein Bild von, wo das Verhältnis zwischen diesem Hor und der Schub ist. Dort ist das Hort und die Schub, die kennen sich in ihrem Unter. Die Stimmen, wo du redest, die kennen sich in ihrem Unter. Und die dann reagieren du ab. Na, ich lass mich nur nennen, wo möchtest du dann nicht sein, wenn du nicht ein kranker Schub wirst? Aber vielleicht ein Schub, wo du ein bisschen so wild und angehorsam wirst. Der wird vielleicht nicht so nervig die Stimmen machen. Der wird vielleicht dann mal einmal irgendwo in Gefahr geraten. Aber der wird dann aufmerksam sein, und die, die gehorchen wollen, die kennen sich in ihren Ohren, und die können darauf handeln, immer reich reagieren. Jesus, die merkt hier ein Bild von, was sagst du so? Die, die zu dir nennen können, dort sind, die, die nicht zu dir nennen können, dort ist ein Dief und ein Mörder. Aber die, die zu dir nennen können, dort ist ein Hirte der Schafe. Ich dachte mir einfach nur, wo kriegt noch das sein? Wo, wenn sagt Jesus, der Worte zu dir nennen gundet? Wo sind die Worte zu dir nennen gundet? Jesus sagt, heißt dir. Wer irgendwo anders, sagt er hier so, in den Schubstall nennt, in das Steckland, wo die Schub des Top sind, ich habe vielleicht in die Gemeinde, ich habe das vielleicht verglichen, wer irgendwo anders aus der Jesus wird in die Gemeinde nennen kommen, er sagt einfach, dort ist ein Dief. Ein Dief, die kommt zum Stehlen. Die kommt von zum Wort mitnehmen, was am nicht gehören hat. Aber er sagt, nach einem merkt er nach einem wieder. Und dann ist dort noch ein Mörder. Ein Mörder, der hat danach dort, was am gut gehören hat, dort noch mit Gewalt zu nehmen, am zu bringen. So, das ist Jesus dort merken hat. Und ich dachte, Eva, wenn wir das würden von dir einfach in uns persönlich anwenden, dann weiten wir dort, um in diese Herde nennen zu kommen, um in Jesus seine Schubsherde durch nennen zu kommen, als bloß ein Weg. Und dort ist, wer der ich dir geht. Da sagt Jesus dort, wer nicht zu Tieren eingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswohin ein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zu Tieren eingeht, der ist ein Hirte der Schafe. Das ist einfach. Wo wir ihn nach anderen versiegen. Wo wir ihn nach dort versiegen, was uns in die Gefahr bringen wird, in den Schub auch noch in die Gefahr bringen wird. Bloß einfach dort Krieg ab dem Reich der Weich tun
En dan Jezus zei, hij is de dier, hij is de goede hoort. Wer dich am, heißt, ich habe einen Städten, es ist in Kapitel 14, du sagst, hei es de der, und hei es de wach, und hei es de Wahrheit, und hei es dort leben. Und China kann um Führer kommen, anders schloss dich an. Und China kann in Wahrheit, anders zu dieser Schubs her zu kommen, wo Jesus die Gute hört, als aus dich an. Es ist der einzige Wach, du dich zu kommen. Wo viele Menschen von der Physik in dort? Die Physik in ein anderer Wach. Die möchten irgendein Weich sich wählen, was vielleicht einfacher ist für das Fleisch. Weniger Anstrengung, vielleicht weniger Fleischkriechen braucht. Menschen gleichen nicht ein Fleisch zu Kriechen. Das menschliche Fleisch ist das durch Auge nehmen. Du willst, mit ans Fleisch gekriecht worden und dort unternehmen, was das gute Haar ans zu beiden hat, und dann tavi tazini herdi hören. Ich dachte immer nur, wo das dann sein wird. Der ist in Hütte der Schafe. Na, Jesus sagt, hei, es geht dir hart. Wo wen sagt das hier danach kurz, dass der würde, was der Deiche dir angehundet, dort ist in Hütte der Schafe? Ich mach hier bloß ein Bett von meiner Meinung anleihen, wie das. Kann das meinen, dass Jesus gibt den Furz eine Anerkennung, wer einmal Deich arm zu seiner Herd, kommen dort, den ja für kurz die Anerkennung, nun kann dort auch ein Absichter sein über diese Herr. Kann vielleicht auch eine Werk sein, ob einer oder der andere steht. Aber vielleicht auch kann, du würde Schubtis mal in der Gefahr sein, kann du vielleicht auch ein kurz ein Werk sein. Es ist dort, was er meint. Das ist nicht, was er hier das sein, das ist dort. Aber wenn es sagt, dort ist ein Hütte der Schafe. In dem der die Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen. Das gute Hort, der ruft seine Schub beim Namen. Wie kann lange nicht alle Menschen beim Namen, aber das gute Hort, der kann die Menschen alle beim Namen. Wenn wir hier so wieder lesen, dann ob das wie es noch trägt, wenn wir hier so noch ein Säck gehen, feiern da, ich würde gut, dass die Tite regt nicht so, dass, war wir nicht, aber du redest von, wohnt die Teufel in den Mörder sein. Dort sind die Pharisäer. Die wollen sich heimstellen, die den Osten Gott hören. Sie wollen hier ein Volk Lehrer sein. Für das Volk Israel, vielleicht für die Juden, wollen sie ein Lehrer sein. Einige nehmen das vielleicht auch an. Aber das werden keine Abbrecher Lehrer nicht. Das Wort sagt dann, dass die Welt, vielleicht so, wenn du ein Wort falsch lesen, Hesekiel 34. Hesekiel 34, Vers 1. Und das Herrn Wort geschah zu mir und sprach: Du Menschenkind, weissage wieder, die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr, weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollen nicht die Hirten die Herde weiden. Aber ihr fresset das Fette und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Und so geht es wieder, der Kapitel des Mess, vielleicht der Half oder Ewer Half, was du von dort reden der. Wo wir hin, diese Pharisäer, dort werden so eine, die werden bloß genotten, die bloß für sich streiten. Die werden gleich die Schub werden. Und dann, du so, falsch saßt hier, so ich vielleicht, wenn nach Total lesen, dort wird auch eine Prophezeiung ab Jesus, wo das sein der, ich will das Verlorene suchen, das Verirrte wiederbringen und das Verwundete verbinden und das Schwachen warten. Aber was fett und stark ist, will ich vertilgen und will es weiden mit Gericht. Hier zieht nun sehr wertvoller, verantwortlicher Hort. Und dort kriegt, was Jesus wird. Er will das Verlorene, dort will er siegen. Dort wird er verbiestert werden. Dort will er siegen und das will er treibringen. Dort wird er verwundet werden. Dort wird er verwundet werden, das will er verbingen. Da wird er schwach wie, das will er helfen. Und so geht es wieder. Das gute Hort, was in Johannes 10 beschrieben ist, dort ist Krieg, wo das diesen Zweig nicht.
Er sagt im Vers 12, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und weit verkrag, das ist ja alles passiert. Jesus hat sein Leben geloten. Er will das bewiesen, dass er ein guter Hort wird. Wenn sein Leid sein Leben, um dort zu betonen, um dort ob, um der so zu sein, ob zu merken, zu der Seiligkeit, braucht das er rein wie diesen Priester tun. Er hat das getan. Und nun ist er reit, dort, wo er verirrt ist, dort, wo er verwundet ist, Heilung zu geben. Er ist von der Reit, Heilung zu geben. Für in jedem einen. Er sagt im Vers 9, ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Vers 11, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Voll ab. Nächstes von der Abstehenden ein ütgelastes Wort. Dort, nu wird Jesus, nu wird das Gute Hort, wenn es alles eignen wird, nu wird er viel Reichtum geben. Das ist nicht, was er meint. Das meint bloß die volle Genüge und diese Seligkeit und die Radung. Du hast alles bern, was man braucht, zur Radung. So, wer ist dort, wo du zu diesem Herd gehören dort, was wir uns hier lesen werden? Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen. Es ist ein sehr interessanter Vers. Das Vers, der wird auch viel gebraucht von der und auch. Dort ist, einmal wird euch Jesus Christus das Ende gehen. Dort ist der, wo du zu Jesus in die Herd gehören dort. Und dort ist die, ab wohne Jesus eine Verheißung geben wird. Und was ist die Verheißung? Ein ist das ewige Leben. Und das andere ist, und sie werden nimmer mehr umkommen. Zweimal mehr. Und China wird diese Schubchen mit dem Herrn in die Hand retreten. China. Du hast keine Macht so stark, was das kann tun. Aber hier kann ich mir noch eine Bemerkung zu merken, was ich von der Familie wichtig sei und was ich diesen Tag zurücknehmen soll, dort ist das. Die, was du ab seine Stamm gehören soll. Gehorchen, folgen, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Keine Möglichkeit, keine Chance und keine Gefahr für all die Schubjes, wo du ab Jesus in die Stamm Gehirn schenken dann, wollen jemals frisch ankommen. Die waren nicht. Jesus sagt das sehr klar. Die waren, keiner wird in die Hand rüttreten. Der Führer, der am gegeben hat, ist gerade aus alles, und keiner konnte in den Führer seine Hand rüttreten. Heu und der Führer sind eint. Sei wir in ihr Wort von Schutz, wir uns befinden. Der Psalmist sagte mal einmal, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Burg und mein Fels, mein Gott, auf den ich traue. Einfach so ein sicherer Platz, nicht? Der schubt es, was du gehorchen dann. Der wird du folgen dann. Der wird du reich reagieren dann. Ab Gottes Stamm. Keine Gefahr, jemals rückgeritten zu werden. Keine Gefahr. Aber du hast immer das einige vor, als du, wenn wir nicht gehorchen dann, wenn wir nicht folgen dann, dann ist immer du die Gefahr, dass man kann von den Widersachern, der ich sie deiner Wort immer geschaffen hat, kann er war losgeritten worden und runter verloren gehen. Wenn er nicht, ab dieser gute Stamm Gehirn schenken wird, muss der Herr sie gut segnen. Singen wir uns Nummer 144 im Glaubenslieder. Gut, passen das früher in der Abstunde, um die Leute singen. Nummer 144.
geöffnet steht für mich ein Tor und dadurch seh ich Abend. Des Heilands Liebe wird hervor aus seinen Wunden fallen. Erbarmung widerfass ich den geöffnet ist dies Tor für mich. Ich nahm mich seiner an. Wir haben von Schäflein gehört. Wir haben like, alle die Abrufe ans Amtsrecht der Mautchen. Aber das Leute mit Maut sehen. 105. Wie viele Schafen an der von Christi Oh, wie herzlich das Land, wer das sagen kann.
Okay, wir werden uns Bulletin nehmen, den Emo Evagun. Aus Aufruf habe ich hier, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Diese Fülle, wo wir einmal schaffen, in uneng. Und sagt das Zitat, Herr, schenke mir ein Herz, das nur von deiner Liebe gefüllt ist, bloß von Arm. Denn die Fülle dieser Welt lässt uns leer. Lass uns leerig. Mach wie dort. Doch Echan, Maya und Maya, in unser Tiet. Wir sollen hier, wir waren von der mit Zeugnisse haben, von zwei paar Lied, nur dem in Gemeinde, Leute vom Gemeindechor. Hier ist der Punkt, Hof 2, Hof 3. Numerach, Jugendstunde, Jugend, das ist eine goldene Gelegenheit. Da haben lange nicht alle, da haben wir lange nicht immer. Von der haben wir dort. Wir sind von der befreiten Generation, wo wir sein, dort wir dort kennenlernen. Zweitens, Montag, Tag 8, so was ist die Schwesterversammlung, die Schwesterchurch, so will ich alle Schwestern an, zu einer Versammlung, einmal zwischen an, auch aus Geschwister top zu sein, was wir uns dort nicht haben. Drittens, Dienstag, Tag 7, so was Dirigentenkurs, merkt wieder. Viertens, Mittwoch, Tag 8, so was Bibelstunde, die Anlegung ist von Brau Ubram Teilpeitasch, komportieren. Fünftens, okay, hier tun wir Feier, ich weiß nicht mehr, was du frische Lehrer sein, aber wenn du sein, du hast jetzt Lutheran in der Hand, dort dann zu erklären. Irgendwie inzwischen ähnliche Hotan, hast du was versagt. Fünftens, Donnerstag, nirgends morgens, dann traf die Jugend sich, hier bin ich zurück, nur Wapoka zu fahren. Sie hatten das Ziel, nur Rödoso, ich denke nicht ab, und ich fahre nur Wapoka. Ich habe hier so den Redner für jeden abzudauen, den will ich hier unbedingt ab. Das ist Predia Corny Klusen, Neuwolanda. Er wird der Redner sein für die Jugend. Sie sind als junge Lied, haben sie etwa 7 Jahre in Bolivien mitgehalten mit der Mission. Nun sind sie 3 in Neuwolanda. Und er wird also der Redner sein. Und für Fürbitte haben wir das die Jugendreisheit. Ich denke, unsere Gelegenheit ist dort erst. Es ist eine Restzeit. Viele haben dort Freizeit. Dort ist auch eine freie Zeit, ist eine schöne Zeit, aber es fehlt mehr. Ich weiß noch, als wir mit so einem Anfang, wir machen nicht eine Freizeit, wir machen eine Restzeit. Wo wir, dort soll ich resten. Dort soll wir hinkommen. Dort soll uns verantwortlich merken, nicht loser merken, in dem Sinn. Und wenn wir das immer checken, was zu wehen geht und was zu meten geht, dann sagen wir, du hast vielleicht 300.000 Peso, was du gespannt worden, eine Rezeit zu haben für die Jugend. Du jährlich, was du unterhaben, dort wie sicherer gehen, dort wie gesünder worden, dort wie stärker worden, dort wie gegen den Strom gehen können und dort wie wachsen können, dort, was nicht zu meten geht. Wir spannen hier in Deil, in Tiet, in Anstrengung, in Geld und so weiter. Du jetzt, ich wollte beschenken, was nicht zu meten geht. So, mein Gebet ist dort, unser Postwort, eine Idee geben, wo wichtig das ist. Und ich möchte uns dort sehr am Hort leihen, aus dem Gebetspunkt, wenn so eine Anstrengung gemerkt wird, dort der Herr kann beschenken. Und so ein Titel ist dort. Wieder hier so, erstens, Donnerstag, Klag 8, so was, ist dann Kurreibung, Sinnung, Klag 7, Smars, meiner Gebetstunde. Das muss man dann auch bei Mana sein, in den Jugendzentren in Wapoka. Achtens, Herbstferien von der Schule, die wollen das nicht sein, da haben wir nicht vor dem gehört. Wir wollen an der Schule in Eint wieder ran. Die 3 Jahre wurden alle im August, haben könnt eine Sonderschule nennen, aber dann hat wir nicht Gottesdienst, sondern wir haben dann für nächsten Sonntag geplant. Wenn die Jugend hier nicht erst, danach wird das sein, so merken wir uns dort, die 3 Jahre, die dürfen dann in der Sonderschule nennen. Und dass ich verstanden habe, dass es immer gewahrt ist, was dann Papa Magus oder Magus 3 Jahre waren, für das Teil dort dann. So was sie haben, muss lernen, dass sie nicht können gehen. Wieder hier so Fürbitte noch, nächste, die Frau Isa Krunche, hier so, Tröckennubasch, sei erst noch im Hospital, da hat ihr ein Schicksal, klingt das eben ein Werk, 3 ist es nicht, oder ist es meist ein Werk, wo sie hier ein bisschen angelegt haben, hier am Weich, vom Hafen abgekommen, und wo sie dann gebraten Reben hat,
und dass sie sich nach Gottesreich bewegen können, wegen Gebrechen, nicht eben, hat sie ferngeschluckt in der letzten Nacht, viel besser, und aber sie sind nach einer Stadt, im Hospital, so hat sie Isaac Krohn hier so, der Nubasch. Und auch wieder für bitte, wir wollten gefragt, in der Rösszeit, der Familienrösszeit, die Elwaie, ein Wort mehr zu teilen, so sie wollen wieder 93 sein, so nächste Woche ein, wollte du noch eine Botschaft haben, ein der Teufel, so, das wird beten dürfen. Almosen, letzte Sonntag, den 20.620, Peso in $500. Hast du noch was? Daniel hat dich gewählt. Okay, gut. Dann werden wir uns nächste Evergrund für die Zeugnisse. Sein Darchen Tiet all auf Anfangsjahr. Irgendwo einer wird euch gefragt haben. Wir sind dort nicht sehr busig wiedergekommen. Das ist der Gottesdienst, den haben nicht können beschatten. Nur wir waren gut planen, dann können wir ein Stückchen nicht Gottesdienst haben. Und die Frau war uns, wir waren schon taub sein. Aktuell sind Schutz, viele, also sehr viel wird war. Und ich habe auch gerade mal das wieder merken. So interessant, wenn wir nicht Gottesdienst schon haben, wo viele Dinge dann übblieben, was im Pott, in welchem Pott vom Gottesdienst ist. Und gerade dort, wir freuen uns total, dass wir in zwei paar Hand für diese Sendung, was du so vermitteln, so die erste sind, John und Anna Dick von 102,5, so wie jeden endlich Gelegenheit für das Zeugnis, so wir dürfen abtreten. Ja, Mars, nicht einer. Mars. Ja, ich will hier zu der Gottes hier, will ich hier mein Zeugnis hier mitteilen. Und das, der Herr mir gelangt hat und das wurde mir geführt hat. Ja, erstens, ich bin abgewachsen in Schweinerb 115. Dort, wo ich meine Schultheit gehört habe und dort, wo ich meine Jugend gehört habe. Das fehlt in der Ewe hier in Kanada. Ja, wir wollen ja dort die Jugendzeit, das ist nicht eine christliche Jugendzeit, wenn es nicht du, wo ich bin, wir. Du wirst verschiedenste Worte einbauen, und einer will ja auch groß sein, einer ging mit Wasser stecken, ging ja einer damit. Und ich bin sehr dankbar, was der Herr mir hat, löst mich von seinen Sachen aus dort, und was der Herr von anderen Wachen hat für mich. Und nur dort dann, können wir die ich hoffe auch, Leute mit hoffen, denn nur dort befriedigen wir uns noch, dann steht die Hintergrund dann wieder. Und Luther hielt ja eine Erfahrung von der Bekehrung, und dort wird mir ganz verfremdet. Ich dachte immer so, die Bekehrung, dann dort wird die Taufe. Ich habe die Taufe anfangen, und dort wird einem dann gebrückt. Und dann müsste ich dann bloß fein leben, und dann sollen wir wiederzukommen. Aber das ist nicht alles. Luther freilich sagt, du hast nie viel mehr. Und so denke ich dann wieder an einen Satz, und 2013 oder 2014, dann kam mein Partner, wie ich kam von der Arbeit, und auf einmal fragte er mich, wenn wir den Arm stauben und wir würden zu laut kommen, was ich bedreut sein, dem Herrn da unternehmen. Und dann dachte ich so, Mann, was fragst du mich nicht nach alles? Aber ich will ein Stückchen stellen und sehe ich, ja, na, ich glaube ja. Einer wie ein Zugseher. Dann sehe ich, na ja, dort für viele dort viele dort holen haben. Weil die müssen bloß der Pastor da und den Hupen, die würden nach mal im Himmel sein. Und ich sehe, dort da kann einer weinen, einer darf dort weinen, dass einer gerät, wie er nicht. Dort steht in der Bibel geschrieben. Und, 1. Johannes 4, Vers 12, Leute. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und da habe ich mir viele Gedanken. Ich habe viel über nur gedacht, was ich mir nur fragen wollte. Und über dem fängt einer dann unterhorchen, Botschaften horchen über Radio und Zeugnissen.
Du kannst dich einmal dort sein. Einmal wieder. Und eine Sorge zu der anderen. Vielleicht sollen wir müssen Versatzwort sehen. Dann wurde gut mit Clara gepredigt worden. Über das fangen wir hier und ich zeige davor. Und dort schieben wir Fußzeuge an. So gehen wir dort dann wieder. Und eine Sorge zu 2000 See und Tieren, was hier oben versammeln wir. Dort wird der Herr mir dann sehr ertragen, Leute. Du gehst mit einem schweren Titel. Du warst auch eingeladen, wir können auch zur Ofenversammlung kommen, wie vorhin noch. Und den ersten Tag, ja, der Wut dreht sich zu mir. Und du warst auch euer Boden, wer will, der kann treu bleiben. Ja, ich dachte, ich will. Aber wenn es nicht was du willst, dann, mein Fleisch ist nicht, die fehlt nicht. Das ist dort, ging der zweite Tag weg. Da ich so von der Wart. Wenn sie von der Wart waren anlohnen und können treu bleiben, da würde ich. No, das war er nicht. Und dort ging der Werk durch. Aber den letzten Tag, dann dachte ich so, wenn sie ein Tag hier war, wenn sie von der Wart waren anlohnen und ich kann treu bleiben, dann da war ich das down. Und der Tag ging durch und der Red ging durch. Der lohnt noch an. Aber ich blieb nicht treu. Ich dachte nicht dort, was der Herr von mir will. Ja, das dort fuhr dann höchst und dachte ich so, na, das fehlt mir gleich, ich will gleich so schlecht. Und dann lud da, und dachte ich so, wann ich nicht mit einer frischen Elene getan, das dort erst will und vielleicht ein bisschen mehr teilen. Und das dir gleich lang, nun vor der Luta, dann trieb ich die Elene mit einem Deiner zu reden, wie Ben da eben war, und habe mich mit der Titel gekriegt, wo ich wir, wo ich soll sein. Und dort, wo ich meine Sinne dann im Krieg brach, dort, wo ich mich da betont habe. Dort, wo ich am H.O.I. nun für mein persönlicher Herr in Thailand. Und nur dort dann, kam mir noch einmal eine Versicherung an. Mich kam an, nun wie ich so ein feiner Mensch, nun wie ich Gott in Kind, nun kann ich, nun würde ich gern so fein sein, was ich gut sagen soll. Das würde ich nicht vollbringen. Und ich habe immer wieder frisch gebeten, Gott um Weisheit gebracht hat, und ich bin dankbar, was ich mir dort geschenkt habe. Ja, und ich will noch ein Vers lesen von Römer Kapitel 10, Vers 10, wo es sagt, denn so man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht, und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Ja, mit dem, wie wir uns verlangen, was wir uns wollen hier in der Gemeinde unterschließen. Und mein Wunsch wird sein, wenn wir hier können und Licht sein und sehen sein. Und ich bedanke mich für alle Gebete, die gebetet worden sind. Und ich freue mich wieder. Danke schön. Sehr gut, danke schön. Das ist einmal eine Karte in der Berechnung. Ich habe das all durchgeführt. Okay. Gut, okay. Nächste half Anna die Gelegenheit. Ich baue mein Zeugnis hier auch kurz mit Teilen zu Gottes Ehr. So ein Verlangen, was ich auch hier bei dieser Gemeinde tust hier, so habe ich auch einen großen Verlangen gehabt, wie Gott mein Führer im Himmel seine Gemeinde tust zu sein. In Gott will, dass alle Menschen gerat werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dort fangen wir in 1. Timotheus 2, Vers 2. Dort muss ich auch erst erkennen, dort bloß proben Fan zu sein, dort nicht genug. Ich nehme meine Taufe dann auch sehr ernst, ob er Luther doch sein kann, dort mir noch mehr fehlt, als bloß die Taufe, weil ich meinen persönlichen Herr in Heiland nicht persönlich angenommen habe. Und so mehr im Zweifel kommen. Dort mir dort immer schwanger drehen dort. Dort ich nicht glauben kann, dort wie dort weiten kann, dort wie geraten sind. Dann habe ich mehr in die Bibel gelesen, in Durham gebet, dort mir dort auch können klar werden. Dort war mir dann auch ganz klar. Dann könnte halt ja jetzt auch wieder an mich schaffen, dort ich mich noch wieder zu sein kriege. Und dort ich mehr ein Verlangen habe, wirklich die Bekehrung in der Heilsgewissheit klar zu haben. Aber dort leben, dort wie mir bloß, dort leben wie bloß Glauben brücken haben, dort wir
Dort wir mir so schwor. Dort wir dann ohne 2017 aus wie oben Versammlungen wurden. Dort der Geist mir so trag und ich dann auch so gebet habe, und nicht glauben können. Was ich war, aber du kam, ich war okay. Aber dann kriege ich eine Gelegenheit, mit einem Deiner zu reden, was dann so viel geholfen hat. Dann brauchte ich meine Zeit. Dann konnte ich auch einmal sein, dass ich Gott sein Kind sein und dass ich glauben kann. Dort ist meine geratzte Frage, was ich persönlich von mir kann mitteilen. Du sie ich Gott so dankbar für. Nun ist mein Verlangen, dass ich kann dort Licht sein, was Gott von seinen Kindern will. Und dann eine echte Bekehrung erleben, mit wie Jesus die Führung in uns Leben übergeben. Für dort sie ich auch so dankbar. Du tu will ich noch lesen in Psalm 103, Vers 2 und 3. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Dankeschön. Okay, Dankeschön. Okay, als nächster habe ich hier so Jake und Lena Hibbert von 109 Neustedt als jene Gelegenheit. Marius Holler. Ich will hier auch gerade mein Zeugnis vertrauen, was Jesus an meinem Leben getan hat. Ich bin abgewachsen, hier in 12 Neustedt. Ich habe meine Schuljahre verbracht, meine Jugend, ich habe groß, aber eben gästlich ganz tot, gästlich. Von Gästlichkeit will ich wenig. Ich will auch wenig Gemeinschaft mit Menschen haben. Aber ich habe generiert, der traut mir die Sache. Und in 2015 ging ich auch die Taufe über. Und die Taufe für mich war wichtig, aber irgendwie an mir ich nehme die gleich ernst. Dass er nun taufen dann, ja. Dann wieder an alles, was gefällt hat. Und in 2015 bin ich frei wie uns an auch. Und die haben eine schöne Ehe. Der Herr auch immer war. Aber an 17 kommt die Schwerfuhrer terror, abzurand. Du jäufert viel schwere Tieren. Und ich läuf ab mein Stärk irgendwie ich voll schwach, ich voll tot. Dem Jäßlichen, ich bär an mich, aber wirklich die wahre Kraft und das wahre Leben an mich. Sie ging das wieder, aber 2018 dann weil wir uns eigentlich mal einmal beigetragen und unsere Arbeit zu tun und da wirklich war Gott seine Führung und du hast Gott für mich viel Reue. Da fangen wir an, durch die Kirche zu fahren. Fangen wir an, klare Botschaften zu hören. Kriegen wir die Gelegenheit, die Ehre seit vorn. Und wir haben auch schöne, klare Botschaften. Da kriege ich mir immer wahr zu sein. Vor dem, was befriedet wird, wie
Han Jesus fällt die gleiche Stuhl. Wir haben viel an diesem gelebt, auch besonders. Und wer in irgendeinem Sinn und Sinn noch kommt, was meine Freude wäre, ob wir Movies gehen, was Lot zu ist. Am Sonntagsmorgen, dann wir eine once more und keine Last abstunden. Nicht korrekt fahren. So wird alle nicht wichtig bei mir. In Gemeinschaft mit Menschen, mit Gott nicht. Ich hol mir mal so drei. Aber nie Leute kann ich sein, wo wichtig die Gemeinschaft ist. Nie Leute habe ich. Ich kann viel erfahren durch Gemeinschaft, durch du hast viel Vermutung mit der Sonne gekriegt und durch die Botschaften. Gut jedem einen Mut merken, Gemeinschaft haben, Freund, geistliche Freund sehen, nicht treu bleiben, nicht tief bleiben, dann Gott hat uns Menschen hier bewahrt, gesagt, Gemeinschaft haben, geistliche Gemeinschaft haben. Durch all die Botschaften, durch das Gotteswort, kriege ich immer wahr zu sein. In 2019 schenkt die Haare an so ein gesinnet Baby, fürzüglich nicht so gesinnt. Ich muss ein paar Wochen im Hospital bleiben. Da habe ich wahre schwere Tieren. Ich bete an mich, aber irgendwo da fällt sich eins mal ein neues Lehrchen. Aber das Gebetsleben ist wirklich anfangen. Was Lied wir haben. Die erste Jahre, nahe wir top gebet, wir haben Luther nur eine Ehre, seit du hast mir viel zu sagen gekriegt, weil ich das Mal habe hängen lassen. Ich profitiere, dass Jesus auf Fuß gestohlen hat. Ich kriege mir viel zu sagen, meine Verantwortung wird Gebets und Lehren auch halten. Ich würde dort unterlegen, ich war vor. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich gefunden habe durch die Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft und mich, Jesus. Die Gemeinschaft ist mit Gott dazu sehr groß. Sie Gott auch dankbar für die Erfahrung, was wir haben durch den Sehen, was Gott den Sehen hat geschenkt, Tamam am Saran. Jesus hat sein Blut für uns vergoten, Tamam am Saran. Wir haben eine schöne Anleitung von dir und von unserem schönen Haar, was wir haben. Der Herr wird uns immer wahrer lehnt und gnädig ist. Wo gnädig ist, Gott uns nicht vielmals und nicht trägt, in der
seinen Grote wie vorher war. Und die Distanz wie Kelefa, Oltita, Vermiss, Nicha, Gemeinschaft hier auch mit Gott. Mein Silas beständig blieb wieder für Jesus zu leben. In die Zeit ütschalten für Jesus, wo er mal kommt. Vielmals in der Halt sich drei wegen Menschen vor euch. Aber ich glaube gerade so gut, dass wir reden können von allen Dingen. Irdische Dinge sollen wir auch von geistlichen Dingen uns unterhalten. Ich habe mich sehr gefreut für diesen Tag. Ich habe mich gestern von Jans Mars noch mal Gott treu gemerkt. Aber irgendwie habe ich mich voll so, Gott würde mich auch lernen. Ich verleite mich auf Gott, verlute mich auch einmal auf Gott, der leidet. In meinem Verlangen würde ich sagen, hier eine Gemeinde anschließen, hier wieder für Gott schaffen und wieder ein Zeichen sein für Jesus. Wie einmal war er kein Zeugen von sind ihre Blut, was er hat, für uns für Guten. Gott ist uns sehr gnädig gewesen. Von seinen Sehen, Tschöckingen, auf seinen Sehen, sein Leben hier gegeben. Jesus hat sein Leben ganz rein gegeben für uns. Apostelgeschichte 3:19. Sagt so, tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden vertilgt werden. Ich höre Bekehrung auch fair und gehört, aber nachher nicht klar gehört. Ich weiß nicht, was eine Bekehrung wäre, aber. So was sehr gerötet passiert in meinem Leben, weil ich mich auch könnte bekehren, mich umdrehen. Ich konnte nie kreativ sein für Gott leben können. Psalm 103. So, ich lobe dem Herrn, meine Seele, und was er mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dich Gutes getan Leben vom Verderben erleist, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich persönlich blieb so viel Dank, chillig. Ich sage dankbar, dass Jesus aus meinem persönlichen Heiland kann haben, dass er mir große Gelegenheit, große Geschenke, die ich kann haben, und wie Gott seinen Raub annehmen kann. Ich bin dankbar für diese Gemeinde, die die Gelegenheit gegeben hat. Und so regiere ich mein Mut zu sprechen. Sollen wir in der Distanz leben? Gut, Rüd, du hast nochmal Lech. Segne der Gut Gottes, du hast viel Lech. Mein Verlangen ist, dass mehr Menschen machen das Lech fangen können. Und du hast Lech.
verlieren. Ihr könnt euer Leben haben, ihr könnt klar haben, ihr könnt zur Sache sein. Wir müssen uns immer wahren oder auch anstrengen, Gott ihr geben. Uns heute nicht wieder was zu sagen. Dankeschön für alle Gebete. Gott sei. Hey, Leina, das nächste. Marius Ola, ich möchte diese Gemeinde danken für die Chance, die uns gegeben hat, für die Gelegenheit, wie du auch ein Zeugnis mehr da. Wir haben ohne Titel lang dünne gelöst, jetzt wir haben nicht können zeugen, es haftet oder länger gedient. Aber wir sind dankbar für den Titel, weil wir haben können mal erspähen mit Gott sein Wut studiert. Ich möchte mein Zeugnis hier mehr da und für Gott ist ihr. Sein, wo ich gelernt habe, wo ich mir in dies drin rückgerät. Ich bin abgewachsen in der Manitoba-Kolonie. Er rief hier Schwester. Ich bin ein von den Twins. So, meine Schwester wollte hier sein, wo will sie weit auf ist, habe sie nicht können kommen, aber ich habe Hoffnung, sie wird uns mit den Bädern angedenkt sein. Und ich möchte auch alle Freunde und Geschwister danken, die sich die Zeit genommen haben. Und sind die Kunde und Zeugnis, falls ich so an ihr Stadt, die sich die Zeit genommen haben. Ja, ich bin abgewachsen in einem Heim, wo das so wichtig wird, lesen und sehen. Wir haben wir haben uns Taubes Familie gesungen in Luther, wie ich gerade wie mit Freund habe auch. Dort lesen, dort wir gewöhnlich um sie nach vor wie Raum drüben gehen, dann dort wie ich gehen lesen. So ein gutes Ding, was ich du angeliert habe, aber ich habe irgendwie das auch abgefuhrt, in der das in die Satz, ich muss ich so dort tun, ich film und ich lese mein Kapitel über die Zaum, dort wo ich weiß, wo du wohl so klein sein ist, mehr ich dort busig gehen, dort will ich, weil du fort verstehen kann ich dort nicht, ich sag, bis busig dort immer zu lesen, wo ich dort fort tun. Ich fange nicht sein und nicht interessant zu sein, dort bin ich Wahrheit geworden. Und gesungen, wo wir so viel uns gewöhnlich haben. So viel haben dort Leute nach, dass Jesus nimmt die Sünde an. Und ich hatte Meinung, ich habe nicht wirklich berührt gekriegt, was das bedienen wird. Dass Jesus nimmt die Sünde an. Ich dachte mir so, dass wir für einen Mensch, der grobe Sünde hat, dass wir so viel wird, dass Jesus für dich gekommen wird, dass er könnte der Rüttraden, dass er nicht dürfen verloren gehen. Irgendwie ich voll mir dankbar, aber ich dachte, so, da traf ich bis der Grube sind da. Römer 3, Vers 28, sagt er aber klar, so halten wir nun dafür, dass der, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne das Gesetzeswerke allein durch den Glauben. Und ich habe hier einen Satz mir gemerkt, dort ich muss lesen für den Satz und ich kann aber da nicht sein, wo ich auch in Sinn da wir die Wahrheit der Rüdfunk nicht. Und ich war auch ab in einer großen manche Jugend, obwohl ich vielmals ein Verlangen habe, eine jässliche Freund, jässliche Gemeinschaft, aber wie Menschen fahre ich. Ich kann nicht toll sein, und wo dort ich im Fleisch geboren wird und wo in Sünden ich geboren wird. Für hier hat mir noch eine Vers in der Bibel. Mir hat das viel mit Bibelfers in der Wahrheit abgeschlagen, wo ich das klarer verstehen kann. Psalm 51, Vers 7.
Sehe, ich bin in sämtlichen Wesen geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das kann ich einmal nicht verstehen. Ich wüsste einer dort Sünden, aber nicht, wo wirklich verloren einer geboren wird. Wir kommen denken einmal vor, wie er auf. Ich hatte eine Chance, mit meiner Tante Top zu sein. Gelegenheiten dachte ich, war allein mit einer Top zu wird im Glauben. Mir tragt dort viel mit der Taubse, mir wird er viel wird. Und wie dann das bedeutet, dann auf einmal, wie fangen wir mal von persönlichen Dingen zu vertellen, dann fragt er mich auf einmal, als ich das aber angenommen habe, dass Jesus für meine Sünden gestorben wird, und als ich den habe als Heiland angenommen. Und ich dachte so, ich habe von klein an immer gehört, dass Jesus wie gestorben, aber das würde du mit, was ich dort gehört habe, würde das auch angenommen sein. Ich sagte, ja, falls mir so viel wird, wird sie mir die Frau stellen, aber mir brachte so viel Gedanken. Mir wird auch möglich, ich will rüber fahren. Und die ganze Reise, drei struggle ich wieder mit den Gedanken. Und habe vielmals über die Nacht, was dort noch an für eine Bedienung gehört. Und ja, wir leben uns kennen, die Leute uns taufen. Und ich den Tauftag noch mal sah, ernst, ich ging ihm die Bären voll, dass uns was fehlt und ich frage, was wahr gebeurt wird. Und zu mir wurde gesagt, dass wir die Taufe und ich dachte, dass wir vielleicht dort, was mir dann fehlen, dass ich Leute mich taufen. Und da wird innerlich, aber nicht was passiert. Die Taufe ist so bedürftig, dass wir haben. Aber hier in Johannes 3. Entschuldigung, ich habe mir das hier getätigt und dann war es mir das Papier weichgekommen. Johannes 3, Vers 5, sah ich, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde vom Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Und hier ist mir dort nicht deutlich, ich habe die Taufe genommen, aber ich habe nicht den Geist abgekriegt. Wird mir Luther deutlich, und dann passiert, wenn es wie schnell über gewisse Zeit befreit werden. Beim Sonntag fand ich meine Schwester mich in. Ich kann verzieren, wie er uns verarbeitet mit ihrer Stimme, dann seht sie bloß, als ich euch wisst, dass meine Papa wieder da gekommen. Und du wirst in so eine große Stimme Gottes, wo du zu mir anfängst zu reden, von wann du von dir aus hast dich in Ewigkeit gehen, wo wirst du stehen. Ich will in die Gedanken wieder schieben, dass du bist so wo ich mich kümmert, so wie ich mit Gott reden da. Und nur dort die körperlich Troubles, wie Gesundheit durch. Ich nehme das auch wie körperlich krank, aber jässlich auch so ein großes Verlangen. Eine jässliche Dinge, so vielmals allein. Und ich kann nicht sagen, dass ein Mensch, der allein sein will, dass die schlechte Jäse auf vielmals gerade macht, als wenn ein Mensch etwas allein sein will. Allein in einem Stuhl willst du es nicht, was geht. Du hast die ganze Welt mit allen Versicherungen und mit dem Mensch, das Verstand ganz verdrehen, dass die immer wieder verbiestern im Diestern dort. Jesus
weiß mir, wo auch ich wir, wo ich auch ein Sender wir, ich fange um Buße zu tun. Und Gott hat genug über mich und rät mich durch. Wie über dem muss ich da noch weich und fange an unsere Quark zu fahren, wo ich klare Botschaften wir. Und du warst mir war über deutlich in Halsgewissheit die die Bedienung von dort wir. Und ich möchte hier noch ein Bibelvers sein, 2. Korinther 4, Vers 17. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. In Römer 6, Vers 8. Sind wir aber mit Christo gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und er fängt so viel Wahrheit in der Bibel, wo er besiegt hat. Ich fing, wo ich sie Gott sei dankbar für das Gut in der Wahrheit, was er uns gegeben hat. Und auch für die Rahmung, was er uns gegeben hat. Sind dankbar für die Rahmung, was er uns erlöst hat. Ja, mein Ziel muss auch sein, in der Gemeinde wieder mehr zu merken und wieder für Gott zu leben und mehr von Antian zu lernen. Ja, Dankeschön für die Gelegenheit. Ja, Dankeschön. Ja, wir haben gehört, dass wo alle Bibel wird, als nochmal Wahrheit. Und sind das ja gerat worden. Und so viele sind die Zeugen von verschiedenen Städten, sind Zeugen, dass der Herr kommen wird verändern. Und das freut uns. Also froh für. Ja, so sei sie sich dann auch geäußert. Und sie haben auch das Ziel dann, diese Bettpoje, die Schwester, hier sie dann in der Gemeinde Tüster sein. So. Das hat aber immer ein Zeugnis gehört. Und hier sollen wir sie sein. Weit bin ich nicht, wer sein dort. Und das hat aber Gelegenheit für ihn zu beten und zu besiegen. Und ein anderer, Gemeinschaft. Wir haben das welche Wut gehört von der wahren Gemeinschaft. Und machen uns dort anspornen, als Gemeinde, Gemeinschaft zu pflegen. Und ja, Gläubige, und eine Gemeinde, das ist wichtig. Okay, wir wollen übergehen für eine Leute vom Gemeindechor und nur dem ein Wort von Bruder John. So, Chor ist die Gelegenheit hier so, für die Leute. Ich habe ein paar Dank für die Leute, das in Spanisch Leute, die schreibt, sage ich, es reicht wenig. Wenn ich denke, da, wir als Deutsche, wir haben uns vielleicht dem Herrn Jesus Schimmel so sehr fähiggestellt als den König. Aber die Zeit, wo Jesus mit Schimmel, werden viele Menschen erwarten, da wird ein König kommen. Was das Volk muss losmerken von den Römern. Und von der Seite ist dort, wir stellen uns vielleicht an den Herrn Jesus Dollar fair aus den Gekritzigten. Nicht? Das ist das Letzte, was wir von Jesus wollten. Dass der für uns am Gericht gestorben ist. Ich war kurz mit zu sein, sagt, dass der König, der kommt, ist ganz dicht für den Dier. Und das kriegt das ja als der, der am Tisch gestorben wird. Der wird einmal hier gelebt haben, der ist ja nicht mehr ja. Bloß das nächste Mal, wenn er kommt, kommt er bloß für dich, was er verraten könnte. Dann stellt ihm vor, dann schicken Wässe an die Sicht, die schicken Hecht, und andere schicken rauf, wenn sie weiter in der Tanz nicht verernt. Er macht das, dort 300 Menschen, würden das annehmen. Zweiter sagt,
Da wir sehen noch viele Tekens von dort, dass der Harvard bald wahrkommt. Bald waren all die Gemeinden, all die Völker, die waren sehen, wo das Licht abgeht. Drara sage ich, wir sollen nicht enttäuschen, ob wir hier waren, viel bis Schengen haben und Geloten leben. Ein Leben im Pass. Pass, das meinst du für die Geloten. Wo wir ihn nicht, willst du den Kampf, der erste noch. Noch erst der Kampf. Aber sage ich dort, wenn das sich kämpft, dann wollen die sich kämpfen, ganz abhören. Nicht bloß von Stolzier, für immer wollen die sich kämpfen, abhören. Der Drara sage ich dort, dort nie eine Stelle, nie ein Wohnplatz für die Kinder Gottes, als das nie ihr, der Himmel. Ja, und da wird alles immer bleiben. Hier ist Sterblichkeit und dort ist bloß Unsterblichkeit. Cool sagen, sehen wir uns immer weiter. Ganz dicht bist du Haar. Und was ich lesen. Cerca ist da, a las portas mismas llega ya. Wenn nicht presto, sagt das hier, da meinst du viel, hey, kann pusig, schnell. Wenn nicht presto. Und da wir machen uns Mut mehr an. Das Messwerk des Salz hier anholt, aus das spanische Leitwort, wenn sie etwas schnell sagen.
Danke schön, Chor, für das Lied. So viel schöne Lieder, was ein Gedicht war, mit so einer deipen Wahrheit in der Band und was einmal war ein Ansporn gesandt. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. So, da waren immer wieder neue Lieder gesungen. Gott, ich will jetzt nennen gehen, was wieder nach hier die Botschaft soll sein. Mein Thema von now ist, aus Finsternis zum Licht. Aus der Düsternis zum Licht. Und da haben wir uns Adli Farsch nehmen. Apostel steht in Kapitel 26. Apostelgeschichte 26, Vers 15, Bad Derch 18. Hier ist es von, wo Paulus ein Zeugnis gab, vor dem Hohen Rot, vor dem König Agrippa, wo der Herr ihn beraubt hat, und er wurde geschafft, um das Leben zu nehmen, und er gab ein Zeugnis, wo er das getan hat, was er getan hat, und ich glaube, dann nur das Zeugnis zu lesen, nicht so lang und eng zu lesen. Hier in der Apostelgeschichte saß in 2015, ich aber sprach, Herr, wer bist du? Also Jesus fragte, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst, aber stehe auf und tritt auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich ordne zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast und das ich dir noch will erscheinen lassen. Ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende. Na, Vers 18 besonders das Hauptgedanken. Aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. So besonders das Gedanken von der Finsternis zum Licht. Und hier möchte ich mir ein Beispiel reiten oder ein Bild von einem Jäger. Bloß, dass Jesus hier mal in der Bildersprache reden, ich wollte bloß dort abhauen, diesen war ich dort vertellen, um ein Klimameier zu sein, was jaftet von uns schickt. Und Jäger, die jäht dann einzig mal im Wald, wir weiten nicht im Norden, was fehlt, der Winter, was jäht, in der kalten Nachten. Und das Jäger hat im Wald nähen und hat gesägt, als er was wohin reifing, um Fleisch in die Hüste zu bringen für die Familie. Und über dem, was er an, hat er es ganz verbiestert. Er weiß nicht mehr, wo in eine Richtung zu gehen. Und das war bloß düster, dann haben wir düster. Über dem fängt der Mond klimmer an, der ist zu schien. Er kann groß auf und zum Beispiel sein, wo Beine sind und so wieder. Aber auf keine Idee, wo haben. Eine Schechschnei, nur dann fangst du an zu pusten, weil das immer kalter und kalter. Und er weiß nicht mehr, wohin. Ich habe mir gesagt, ganz in der Eng. Das ist viel mal erst. Menschen sind verbiestert. Menschen segnen sich ihre Wege. Und das wird so düster in ihr Leben. Das wird so kalt. Sie wissen bloß nicht mehr, wohin. So ging das im Jäger dort. Und dann fängt er zu Gott zu schreien. Dann langt Gott das so, dass er in eine Wasserrichtung ging. Dann kriegt er immer ein bisschen Licht zu sein. Dann hat er die Chlor. Nur das Licht geht. Er hat fairerweise, er merkt, dass er am Schlag so kalt ist, dass der Wind bloßen wird. Aber er merkt, dass er ein Haus, wo er ein Licht sein hat. Und dort, wenn sie bei der Pfarrer die Erde kommt, dann hört er, das ist ein schönes Gesang. Die Familie sollte am Dersch in die Sünde tun. Er klappt an, der wird aufgetan, er ging nähen, und dann sagt er dort, wo die Familie am Dersch war, wo die Leute weg am Dersch waren, wo das Neue Testament, oder der Heilige Schrift, wo das Wort Gottes dort am Dersch war, und wo die Familie dort Gemeinschaft hat. Dann wird eine schöne Suppe abgewärmt und dann wird eine schöne Multitfähige satt. Und er wird so glücklich. Er wird so dankbar, dass er das Licht gegangen wird, was er gefunden hat über dem. Er fängt dadurch wieder ein Haus. Er kann ein Haus kommen, wo er trägt seine Familie.
Aber wenn man sich einmal sagt, wo handelt das Lech? So ist auch für uns Menschen ein Lech abgegangen. Ja, ich dem, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, gestorben für uns, das ist ein klares Lech, was er da hat. Wahrscheinlich sind viele Menschen, die sind das Lech nach gleich. Die sind am Diesteren, die sind verbiestert, und sie versägen ihre Vergnügung nur zu gehen. Einzige tun das, der ich leicht vor die Taub kommen lassen, ohne dann vielleicht von dem, dass wir hier und sitzen und bechecken sie verschiedene Films und so wieder. Und das Leben soll irgendwo mal Schein gehen. Und das Leben ja plötzlich Schein. Was einmal ein Licht zu sein kriegen, und sie kommen das Licht. Und dann fängt Leben an. So wie haben hier von dir, das ist ein Apostel Paulus, ich habe ein Zeugnis, vor dem König Herr Grippa, dort, wo er hat, klar, dass ich rede, das ist eine Berufung von Gott. Er soll das Evangelium wieder drehen, er soll das nur den Herden drehen. Und was alles hat sich als Teuer gedreht vor dessen. Da hat sich auch viel Teuer gedreht, und so viel, da werden noch über 40 Männer von der sogenannten Volk von der Verstadt, vielleicht wurde sich die Geistliche nahen, haben sich auch über 40 haben sich erreut gemerkt, sie wollen Paulus sein Amt zu bringen. Sie können nicht verdrehen, dass der Auferstehung Jesu Christi diese Kalor gepredigt wird. Nun haben sich geschworen, über 40 Männer den schwören, wir wollen nicht essen, wir wollen nicht trinken, wir wollen nicht Tau ans nehmen, weil wir diesen Mond wollen über sie gebracht haben. Und hier hat Paulus seine Sester, der hier das. Paulus seine Sester sehen will, sagen, der hier das. Und das sehen kämpft ab und sagt, weißt du was? Hier sind eine ganze Gruppe Männer, da haben sie gerade gemerkt, da wenn Paulus wird vor dem Gericht gebracht worden, der hing weh ist, wollen sie am anbringen. Und dann wird wieder gebracht, das ist ein Unrecht. Und dann wird dann eine Sicherheit verschaffen, dass Paulus kommt vor dem Gericht kommen. Und er möchte das, aber vor dem Gericht. Und dort vor dem Gericht, dann wird er ganz klar sein, was die Ursache ist, dass ich das tue, dass du wem es Gott hat mir geroben, das zu tun. Gott will, dass sein Wort soll gepredigt werden, dass die Menschen kennen, von der Diensten, dass er kommt, die kennen im Licht ankommen. Das von der nach das Zelt, nicht wahr? Gott will von der, dass sein Evangelium soll gepredigt werden, aber dass die Menschen kennen, die Diensten, dass er kommt, die kennen im Licht kommen. Die Menschen kennen im Leben kommen. Und wenn man einmal zum Leben kommt, dann ist das nicht deutlich, vielmal hier wird dort, das ist bloß nicht deutlich, dass ich nicht euer, mich kann Hand geben. Aber weil ihr das eine macht, das kriegt diese düstere Macht. Der Widersacher, er schafft, und er hat sie mehlistet, seine Menschen in Gefangenschaft geschafft zu holen. Wir lassen uns hier am Tag, im 18. Vers, dass der Paulus sagt, auszutun ihre Augen wem. Er sieht hier, dass er soll nach den Heiden gehen. Und er sagt, Gott hat es mir erschienen. Und Gott hat mir gesagt, dass du warst bewahrt geblieben, Paulus. Mag der Vater, wo du gekommen warst. Und mag der Heiden, wo du gekommen warst, die warst bewahrt geblieben. Du warst beschützt worden. Wenn ich am Leben stehen, wir können klare Zeugnis geben, das hat der Herr mir gesagt, ich war beschützt geblieben. Und dann darf ich hier Zeugnis. Aber das, was soll er nur den Heiden bringen? Dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. So dort habe ich gesagt, mir steht eine besondere Gnade, was Paulus hat gehört vor dem König, sein Zeugnis, das aufzuleihen, das wird auch beraubt sein, das wird auch gerührt geschickt sein, das wird auch das getan haben, das ist eine Beraubung von Gott. Wir sehen das in der Bibel immer wahr, wo Gott hat Männer beraubt. Im alten Bund fängt, wir wollen nicht Tiet nehmen, aber Gott hat Männer beraubt. Die sollen gehen und vor allem im Dienst sein, was zu beschicken. Charakter ist es von dir. Das ist wirklich das Mann, das Paulus. Er sagt so klar, ich sehe beraubt in der Tau. Und er ging und hat das Wort gepredigt und hat von der Auferstehung gepredigt. Der Sadduzäer, der glaubt nicht an die Auferstehung, der Pharisäer deutet, dann können wir unser Ernt nach dem Streit nennen, Aneinigkeit, wenn das alle taub. Wenn die taub haben, die recht, aber nicht an die Auferstehung, dann geht es Aneinigkeit.
in so einem Monat ist immer über sie geschworen worden. Aber Gott hat gesagt, du sollst Menschen die Öl nicht mehr. Du sollst die Wahrheit zurückbringen, dass die Menschen, die in der Diesternis zurückkommen, im Licht kommen. Und das finde ich auch Gottes Plan, dass Menschen in der Diesternis Leben zurückkommen, und im Licht kommen. Der Apostel Petrus, wenn er ein Gläubiger geschrieben hat, dass hier jetzt auf ein Tier Gottes, das fängt wir in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Er sagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Was sagt der Wortschrift hier? Ihr seid das auserwählte Geschlecht, ihr seid das königliche Priestertum, ihr seid das heilige Volk, ihr seid Gottes Eigentum, Butau. Die sollen das wiederdrehen. Die sollen verkündigen. Die sollen berufen, das wiederzudrehen. Berufen von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Weil ihr, das verbrücken das. Dass Menschen können zeugen, dass sie durch das düstere Leben rückgekommen sind und das Licht gekommen. Und wenn Menschen einmal kommen, woher man zeugen, ich lebe in Düsternis, aber durch Gottes Wort, durch die Botschaften, sie sind getrocknet geworden und ich sie freund geworden. Ich konnte im Haar noch nehmen, das ist ein besonderes Zeugnis. Aber wir wissen alle, dass einer, der versiegt hat, abzuholen. So schafft er von dir. Ich weiß, du kennst das Versammlung. Das sind vielleicht Menschen, die lichtet an, sie sollten mal wieder Hand geben, mal völlig Hand geben. Aber weißt du, dass einer am Herr, der versiegt sie in Mehlisse, sein Trick, der holen den Menschen nicht wollen, der dies in das Rücken kommt, dass der zum Licht kommt, sondern der zum Licht kommt, der fängt an zu zeugen. Wenn man schwerlich zum Licht gekommen ist, dann wird er zeugen, das war uns hier gelesen, für den unserem Tags. Soll wieder gebraucht werden, zu verkündigen, was der Herr getan hat. Und wenn wir drehen in der 2. Korinther, Kapitel 4. Hier Vers 3 wieder, hier steht Paulus Sittenweich. Es ist uns Evangelium teugedacht, dann hast du dein Teugedacht, der wird verloren gehen. Du hast dein Teugedacht. Vers 4. Bewältigende Gott diese Welt der ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welches ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christum, dass er sei der Herr. Wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Seht ihr mal, wenn das Evangelium teugedacht ist und das nicht verstanden kann, als bei dir, wurde verloren gegangen, wurde Gott dieser Welt den ungläubigen Sinn verblendet haben. Weißt du, der Gott dieser Welt, das ist der Widersacher, der Teufel, der versiegt, die Menschen, die Ölen tot zu holen, die sollen die Wahrheit nicht sein, die sollen nicht sein, was von der Gelegenheit ist, in die Finsternis rückzukommen, um Licht zu kommen. Und dann tobt er, er schafft, und er hat verschiedene Dinge an beiden. Check mal, geh noch ein bisschen wieder, geh noch mal dort, seh noch mal dort, geh noch ein bisschen wieder in dort nennen. In verschiedene Dinge, wo er Anleitung geben wird. Dass er bloß der Wehen, dass die Menschen sollen nicht das helle Licht des Evangeliums zu sein kriegen. Und dann sagt Paulus hier, dort, wir predigen nicht uns selbst, was wir predigen als Jesus Christum, der Herr, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Wir sind bis Knechten, wir sind bloß so wieder drei und der Herr wiedergebracht haben. Dann sagt der Saster vor, Gott leitet Licht, Evadel kommt, leuchten aus der Finsternis und auf einen hellen Schein. Weißt du was, Gott hat einen ganz heller Schein, durch Jesus Christus ihn leiden auf Golgatha, durch ihn sterben, auf ein heller Schien in die Horten von den Menschen angegeben, all den Menschen, was das annehmen, weil ihr von der schon dachte, der Teufel, der Widersacher, der Schaft, der will den heller Schien in Macht nehmen, und versucht, um ein klein bisschen zu verdrehen, die meiste ganze Wahrheit, nicht die ganze Wahrheit, er will das verdrehen, und die Menschen sollen nicht die Wahrheit erzählen. Und du hast es so wichtig, dort wie gebetsvoll sind, und wir nicht nur lassen, zu schaffen für das Evangelium,
diese klare Botschaft, das Licht wiederzubringen, zu Menschen, dass ich kann bekannt worden damit. Wenn Jesus am Kreuz hängt, da war der Dienste. Wo wir müssen dort Dienste werden? Leute, wir tun hier, wo wir dort ganz stark Dienste werden, für 3 Stunden eint, wenn Jesus in der gewaltige Not am Kreuz hängt, für mich und für die, da war der ganz Dienste, und dass wir den Sinn, unser Sinn, meine Sinn mögt das so Dienste. Deine Sinn mögt das so Dienste. Die ganze Welt Sinn mögt das so Dienste, dort Jesus in der Dienste da allein hängen muss. Und er dort einmal ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er muss das ausrufen, weil er will die Menschen, dass er Dienste ausrufen, er will dem Licht anbringen. Deswegen war der dort zu Dienste. Aber Gott sei Dank, da immer ruft Jesus ut, es ist vollbracht. Wenn er sich ausruft, es ist vollbracht, da wird es abfällt wie vorig. Der Priester wird getötet, der war hier oben, der Vorhang am Tempel, der reiht 2. Und jeder Mann hat ganz früh den Tod retten und genoten still. Licht auf diese Welt gekommen. Aber Licht kam all auf diese Welt, wenn es Jesus geboren war, ja. Aber nun, ich kenne noch mal, das ganz vollständige, vollkommene Licht wird alles vollbracht, alles vorig. Gott, ich wollte ausladen, ich will wiedergehen. Der Glauben, der hat was durchgebracht, von dem Schächer am Kreuz. Hei wie einer, was gekreuzigt ist, wart mit Jesus zu Glück. Da haben 3 Menschen am Kreuz auf Golgatha. Und Jesus in der Meer und jeder sieht ein Schächer. Weil in diesen 2 Schächer, wird wir sein, eint war ich wie ein ganz charakter Selbstchen. So ich bete verdient am Kreuz zu hängen. Jesus hat nicht. Jesus hängt wie mir da und wie die. Aber die Schächer, diese 2 Schächer am Kreuz sind sich selbst verdient, am Kreuz zu hängen. Und einmal sagt einer zu Jesus, Herr, gedenke mich, wenn du in dein Reich kommst. Denk an mich. Weißt du was? In Jahren sein Leben war der Tag. Wenn er war der Tag, dann ist Jesus an der Open Day. Dann sehe ich, bist Jesus, ich weiß, du bist ein besonderer Mensch, und ich gucke, was an mich denkt. Einmal gemeint, dass das Schächer am Kreuz ist, Herr. Hat das andere gekannt, das ist der Haar. Das ist der Haar, was in leisig Hand gegeben hat, für die Verlorenheit der Menschen. Der Haar, denk an mich, wenn du ihn zurückkommst. Und Jesus sagt von dir, was du mit mir im Paradies sein. Wo groß ist die Wandlung von der Diensternis, du in der Not zu hängen und bloß 46 zu haben aus der ewigen Hall? Oder du einmal ein abbrechen Bekenntnis zu tun, ein Glaubensbekenntnis, Jesus Christus im Glauben anzunehmen, und dann zu hören, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das bis meist gerade nicht fertigstellen, wo groß der Unterschied von der Diensternis bei dem Licht. Und dann freut mich manchmal, wo wen mit nicht bei einem Menschen Entscheidung, aus dieser Diensternis rüberzukommen. Die hören Botschaften, die erste tragt, wenn ich, sie will sich noch länger hier bei einem blieben, kriegst du sie an Schrecken am Kreuz. Nein, wir wird für den Pilot. Ich lege Christus von dir. Einzige Menschen lernen bloß, was zu los ist. Aber ich habe nicht mal sein, die Unterscheid von diesen 2, hier bezieht Jesus. Das eine, was der Lasten deit. Und über Jesus spotten deit und so wieder. Und das andere, was der Todbrechen deit. Und ich kam von Diensternis zum Licht. Er war so dark. Da, wenn Jesus auf diese Welt kam, da war das auch dark, nicht wahr? Das sagt uns ganz klar, dass die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, wem die Hirten. Da war so dark, wenn Jesus auf diese Welt kam. Aber dann, als Jesus im Kreuzestod, ist vollbracht hat,
da war das mal wirklich da, dass Menschen dort echt zum Leben fangen. War dem das noch nicht. Und das ist vollbracht wir. Da wird man wirklich da. Und Menschen können das dort fangen zum eigenen Leben. Das ist wundervoll. Wie Jesus im Graf geblieben, weißt du was? Dann hat die von dir nicht. Die leben die Hoffnung im Licht, was wir von dir haben. China wird die Hoffnung haben, ab eigentlich mit dem Haaren zu sein. Jo, das ist die Starrung von der Sinn. Aber dann haben sie da im Graf gelacht. Das ist ein grauter Steinfeier alt. Das sind Hitler. Und die wollen nicht abstehen. Aber wir warten dort bestimmt, dass Jesus am Kreuz geglaubt, es ist vollbracht. Sondern könnten noch viel mehr große Steine dafür rollen. Sondern könnten eine große Armee anstellen, bewirkt es in Jesus. Da ist die Menschen Angst. Nur hat es in Jesus, er wird sie geschaffen, und Angst, dass Jesus wird ihm abstehen. Und da wollen die Jünger gehen sein, das ist abgestohen. Und sie haben nach dieser Meinung, vielleicht wollen die Jünger bloß stehlen und wollen sein, das ist abgestohen. Weißt du, wie keine Armee was, was Jesus Christus kann im Graf holen. Wo wenig. So eine Kraft, jeder bis die Welt nicht. In keinem Fall. Was Jesus am Kreuz ausgeraubt, das ist vollbracht. Und dass er die Däumung ausgeraubt, was er wohl den Menschen die Diensternis im Licht bringt. Nun wird vollbracht, und dass wir nichts von ihm zurückholen können. So ist es von dir auch. Wenn Menschen immer eine Entscheidung machen, das ist manchmal, das ist eigentlich so ein Partner, was versuchen, den anderen Partner zurückzuholen. Und weil ich manchmal eben Älteren, was er die Kinder versuchen, trägt zu haben, die Kinder immer sein, das Licht, das so mal das klare Licht annehmen, und dann sind die Eltern, die tragen die Kinder trägt. Sein tut nicht. Was wird mit sich bringen? Dass der Gott dieser Welt, was die Ungläubigen er sind verblendet hat, die sollen nicht das herrliche Licht von dem Evangelium sein, und für sich trägt zu haben. Aber Gott sei Dank, dort von dir, der wie jemand überzeugt sein, das Licht, das Dacht, und das Licht, was China übt. Was immer habt das Weltkummer wird. Was immer der Sultan auf Schaufen und Taube wird. Das Licht wird er niemals nicht übt. Und das ist die Trost für uns, das glaubt ihr. Das ist ein herrliches Licht, habt das der Welt gekommen. In dit licht, dort wordt China uitmeld. En van die vraag me, wie hier nu staan zo'n tags, van de finsternis im licht, van de macht Satans, te God, dat zou een tag zijn, ik word afcharten, aber van die, zijn we dat dit licht dat dacht, en wie daar dit licht wieder drehen. Ich würde früher und hauptnägend in dir beten. Allmächtige Gott im Fuhr im Himmel, wir danken dir, Herr, für die Gnade Gottes. Wir danken dir, Herr, für das Licht, das helle Licht, was du da hast. Und Herr, wir danken dir, dass immer mehr Zeugnis über dir kommt. Herr, wir danken dir, von dir aber Feuer Säulen haben für dich in der ganzen Gemeinde bekannt. Sie sind bekannt geworden mit dem Licht. Herr, das sei nicht wie, dass ich die Zeug, das sind keine Menschen, das dienen unersprechlich große Leib, was du hast zu uns. Dass die den Sehen haben, geben, dass der Licht hat das die Welt gebracht, und die Menschen dürfen nicht in die Sinnes zum Licht kommen. Wir beten ganz besonders, wirst du wieder uns die Gnade geben, dass seinen Terrain, wie wichtig das ist, dass wir in dit Licht wandeln. Dass wir wollen dit Zeugnis sein, was du weißt, was wir sollen sein. Dass wir wollen dort wieder regen zu anderen Menschen. Im Namen Jesus. Amen. Singen wir uns zum Schluss Nummer 560 im Lob und der Bauung.
Wir haben von einem wunderbaren Licht gehört, wo hier sagte dem Anfangsleut, ich bin so froh, dass der Vater im Licht zu uns im Worte so liebevoll spricht. Bei uns hat Leute singt im Schluss. Wie von uns hast dich? Ich bin so froh, dass der Vater im Licht zu uns im Worte so liebevoll spricht. Manche den Schatz in der Bibel es gibt, dies ist der Größte, dass Jesus mich liebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt. Jesus mich liebt, Jesus mich liebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt. Jesus mich ewig liebt. Ob ich auch irrend mich von ihm gewandt, zog er mich wieder mit lebender Hand. Stets eil ich hinzu, in den ich betrüg, wenn ich dran denke, dass Jesus mich liebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt. Jesus mich liebt, Jesus mich liebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt. Jesus mich ewig liebt. Werd ich den Heiland im Himmel einsehen, vor seinem Throne in Herrlichkeit stehen. Sing ich das Lied, das schon hier ich geübt, von seiner Gnade, das hier sich geliebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt. Jesus mich liebt, Jesus mich liebt. Ich bin so froh, dass Jesus mich liebt. Jesus mich ewig liebt. Meine Frauen und Hauptneigen. Und nun, liebe Versammlung, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben als Erbe unter allen, die geheiligt werden. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn.